Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe im Gespräch. Heute wieder mit einem besonderen Gast, ein Gast, der auch mit dem Haus der Einrichtung Offener Kanal Ludwigshafen, OKTV, viel zu tun hat. Sozusagen unser oberster Aufseher. Chef will ich nicht sagen. herzlich willkommen, Herr Albrecht Behr. Sie sind ja auch gleichzeitig nicht nur neu jetzt Vorsitzender der Versammlung der LMK, was das ist, dazu kommen wir später noch im Laufe unseres Gesprächs, sondern auch Landesdiakoniepfarrer. Sie kommen ja aus der evangelischen Kirchenarbeit und die Diakonie, das diakonische Werk, heißt der Dienen, Dienst am Menschen, ist ja das große Sozialwerk der evangelischen Kirche. Und Sie sind ja verantwortlich, nicht nur für die evangelische Landeskirche, sondern auch für gesamt Rheinland-Pfalz, für eine sehr große Organisation. Und als Einstieg würde ich Sie bitten, schildern Sie doch bitte mal die Aufgaben, vielleicht ganz kurz die Geschichte, wo kommt das diakonische Werk her, was ist die Idee, die hinten dran steht, dass die evangelische Kirche so ein großes Sozialunternehmen, so einen großen Sozialverbund in unserem Bundesland und in der Bundesrepublik unterhält. Die evangelische Kirche hat neben dem gesprochenen Wort, das sie jeden Sonntag in Form der Verkündigung flächendeckend anbietet, natürlich auch den Auftrag, aus den Worten Taten folgen zu lassen. Und die Stärke des christlichen Glaubens ist, dass das Individuum in seiner Würde ernst genommen wird, geachtet wird und als schützenswert auch immer wieder im Fokus unseres Denkens steht. Und wenn man dies zusammennimmt, ist es eigentlich die logische Konsequenz zu sagen, wir möchten innerhalb unseres Bundeslandes, jetzt runtergebrochen auf Rheinland-Pfalz oder sogar innerhalb der pfälzischen Landeskirche, dafür sorgen, dass der Mensch in seiner Würde die Achtung bekommt, die er braucht, um selbstbestimmtes Leben leben zu können. Mhm. Aus diesem Grund arbeiten in Rheinland-Pfalz 25.000 Leute innerhalb der Diakonie in ganz unterschiedlichen Arbeitsfeldern. Es beginnt an von der Ausbildung von Hebammen bis hin zur Hospizarbeit und zur Trauerbegleitung. Und es gibt keine Lebensphase, wo wir nicht mit unseren sozialen Einrichtungen oder mit unseren Hilfestellungen da sind, wenn wir gebraucht werden. Das geht dann weiter natürlich in Frage der Kindertagesstätten durch Erzieherinnen und Erzieher flächendeckend, die Ganztagesschule, aber auch stationäre Kinder-, Jugend-, Familieneinrichtungen. Wir haben flächendeckend Sozialstationen, die im ambulanten Bereich die Menschen versorgen, pflegerisch. Wir haben teilstationäre und stationäre Altenpflegeeinrichtungen. Wir sind ganz stark vertreten in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, sowohl ambulant als auch stationär. Wir bieten gleichzeitig dazu auch die Ausbildungsschulen an. Wir haben eine Menge Ausbildungsschulen für Erzieherinnen, Erzieher und Gesundheitsberufe. Wir arbeiten sehr stark in der Region durch Beratungsstellen, die wir anbieten, niedrigschwellige Angebote im Bereich der Suchthilfe, der Migrationsarbeit, der Ehelebens- und Familienberatungsarbeit, der Schwangeren-Konfliktarbeit. Dann haben wir auch einen sehr großen Bereich im Bereich der Krankenhäuser, also auch der Versorgungskrankenhäuser, sodass wir flächendeckend aufgestellt sind, um die soziale Arbeit aus unserem christlichen Kontext heraus hier in diesem Bundesland auch wirklich fachlich hochstehend und flächendeckend anzubieten. Es ist ja eine sehr hohe Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 25.000 Menschen, die im Sozialbereich arbeiten. Und dazu kommen ja auch dann auch noch Ehrenamtliche dazu. Es ist ja Hauptamtliche, der Spezialist, der Professor am OP-Tisch, bis zu der ehrenamtlichen Betreuung vor Ort. Das ist ja wirklich ein sehr breites Spektrum. Ja. Also dieses ehrenamtliche oder bürgerschaftliche Engagement, wie wir es heute nennen, ist eigentlich der Ursprung unseres diakonischen Handelns gewesen. Die Kirche konnte sich im Urchristentum eigentlich nur entwickeln, weil es Menschen gab, die gesagt haben, wir nehmen uns dem anderen an, ohne das gleich professionell zu betreiben, ohne gleich davon leben zu können. Eigentlich ist der ehrenamtliche Dienst ein selbstverständlicher Dienst, weil man im anderen auch seinen Mitmenschen sieht.
Heute ist es natürlich aufgrund der Professionalität, die notwendig ist im Bereich des Sozialen, sehr spannend, aber auch sehr wichtig für uns, dass es ein Miteinander zwischen hauptamtlich Engagierten und ehrenamtlich motivierten Menschen gibt und alles zusammengenommen gibt, das Bild der Diakonie, das auch menschlich und nahe am Menschen arbeitet. Und Sie geben ja damit mit der praktischen Arbeit einerseits natürlich auch den Menschen oder dem Anliegen eine Stimme als großer Wohlfahrtsverband, der ja auch Einfluss nimmt auf politische Entscheidungen, der eingebunden ist in die Gremien in Rheinland-Pfalz und auch auf Bundesebene, was die Bundesdiakonie anbelangt. So sind Sie auch maßgeblich damit befasst, dafür zu sorgen, dafür zu kämpfen, dass diese Gesellschaft menschlich bleibt. Also die anwaltschaftliche Funktion, die wir haben, den Schwachen eine Stimme zu geben, ist sicherlich die zweite ganz wichtige Funktion der Diakonie neben der Hilfe unmittelbar am Menschen. Also wir treten überall dort für die Menschen ein, wo wir das Gefühl haben, dass sie in ihrer Würde nicht geachtet werden, dass ihre Rechte mit Füßen getreten werden. Deshalb sind wir auch nicht nur regional aufgestellt, sondern weltweit. Und wo wir das Gefühl haben, dass ein Mensch nicht die Chancen bekommt, die er braucht, um sein Leben selbst gestalten zu können. Deshalb sind wir zum Beispiel sehr kritisch bei den jetzt anstehenden Fragen, wie können wir denn die Schuldenbremse umsetzen? Wir sagen, wenn wir Milliardenschirme aufspannen können, um die Wirtschaft zu retten, dann kann das nicht zu Lasten der Schwächsten gehen. Und es kann nicht sein, dass wir hier jetzt in den Kommunen oder im Land über freiwillige Leistungen Gelder nicht mehr bekommen, die aufgrund der hohen Verschuldung durch die Weltwirtschaftskrise durch ganz andere Player verursacht wurde. Also da erheben wir stark unsere Stimme, auch wenn wir jetzt dieses Bildungs- und Teilhabepaket sehen, diese 10 Euro pro Kind, wo wir zwar sagen, das ist der richtige Ansatz, das reicht aber überhaupt nicht aus, um diesen Kindern ein eigenständiges Leben zu ermöglichen. Da sagen wir schon sehr deutlich, was Sache ist, auch im Hinblick zum Beispiel auf sich hier unbegleitete minderjährige Kinder aus Migrationsländern, wo wir sagen, das kann nicht sein, dass die eigentlich nicht in die Schule gehen dürfen, dass sie keine ordentliche Krankenversorgung haben. Das ist auch aus dem Evangelium heraus unsere Pflicht zu sagen, so geht es nicht in einem der reichsten Länder der Erde und in einem Land, das sicherlich auch für viele als Vorbild in der Demokratie agiert. Also das heißt, die Stimme für die Benachteiligten, die ganz konkrete soziale Arbeit, auch die ganz konkrete medizinische Arbeit. Und das ist ja dann auch noch ein Punkt, den die evangelische Kirche spätestens nach 1945, aber auch schon wesentlich früher begleitet, Medienarbeit. Weil alle die Punkte, die Sie dann auch in dem politischen Raum geschildert haben, gehen ja nur über Medien, über mediale Vermittlung. Und das Medium, die Medien waren ja auch für die evangelische Kirche von vornherein von besonderer Bedeutung und sind es dann ja nach 1945 ohnehin geworden. Ich evangelische Medienakademie für die Medienwissenschaften, ein wichtiger Standort, EPD, das Zentrale, der evangelische Nachpressedienst, speziell mit Medienmitteilung, für mich immer noch das informativste und das fundierteste Medium in diesem Bereich, um einige Beispiele zu nennen. Was verbindet Sie mit Medien, was verbindet Sie in Ihrer Rolle als Diakoniepfarrer mit den Medien, mit Ihrer Aufgabe? Vielleicht darf ich ganz kurz einen historischen Ausflug machen. Die Reformation und damit die Entwicklung der evangelischen Kirche in Deutschland ist ohne das Medium der Buchdruckkunst nicht vorstellbar. Das heißt, die evangelische Kirche hat sich schon immer dem Medium bedient, einem Medium, das multiplikatorisch Meinungen, Ideen, Vorstellungen unter möglichst viele Menschen bringt. Das ist uns für uns ganz wichtig. Es ist überhaupt für die Reformation und für die protestantische Kirche ganz wichtig, dass die Menschen auch verstehen, was man ihnen sagt. Deswegen war die evangelische Kirche sehr dafür, die deutsche Sprache zum Beispiel, also die Reformation dafür, die deutsche Sprache einzuführen in den Kirchen, damit die Leute nicht nur lateinisch nachplappern, sondern verstehen, was sie sagen und damit auch
als ernstzunehmende Partner in diesem gottesdienstlichen Geschehen wahrgenommen wird. Entwickelt man das weiter, dann muss man sagen, war evangelische Kirche schon immer da oder sollte immer da präsent sein, wo es darum geht, den Menschen über ein Medium Wissen zu vermitteln. Und deswegen sind wir auch vor allem in der Nachkriegszeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, sehr engagiert in Rundfunkräten gewesen, haben auch dieses Recht, dieses staatlich verbriefte Recht durch Staatskirchenverträge, die es gibt, wahrgenommen, um auf der einen Seite dieses Medium zu fördern, aber auf der anderen Seite auch darauf zu achten, dass es seinen Sinn entfalten kann, nämlich für jeden Bürger, für jede Bürgerin vor Ort nutzbar zu sein. Ja, denn wir haben ja auf der einen Seite die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, auch nach 1945 ja genau gesellschaftlich kontrolliert gegründet in den süddeutschen Staaten, in der Regel mit breit aufgestellten Rundfunkräten, die alle gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren, alle relevanten gesellschaftlichen Gruppen repräsentieren sollen. Und auf der anderen Seite ja seit den 80er Jahren den privaten Rundfunk. Und innerhalb des privaten Rundfunks muss es ja auch Aufsicht und Kontrolle geben. Und auch diese Aufsicht und Kontrollfunktion, die hier die Landesmedienanstalt von Rheinland-Pfalz, die LMK, in Ludwigshafen wahrnimmt, die Landesanstalt für Medien und Kommunikation in der Turmstraße, wird ja auch kontrolliert von einem Rundfunkparlament auf Landesebene, 42 Mitglieder in der Versammlung, die auch aus allen gesellschaftlichen Gruppen kommen. Die evangelische Kirche, die Diakonie ist ja da durch Sie vertreten. Aber es ist jetzt auch das erste Mal, dass aus dem nicht parteipolitischen Raum der Vorsitzende der Versammlung, nämlich Herr Beer, gewählt worden ist. Und dazu auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Das ist aber auch eine besondere Herausforderung, oder? Ist eine große Herausforderung, eine besondere Herausforderung, die mich auch ehrt. Aber es wird eigentlich auch mit dieser Wahl, die ja sehr eindeutig gewesen ist, deutlich von all den gesellschaftspolitischen Gruppen, die in der Versammlung sind, wird sehr deutlich gemacht, das ist keine Position, die parteipolitisch für irgendeine Richtung missbraucht werden kann, sondern wir haben eine gemeinsame gesamtgesellschaftliche Aufgabe, nämlich den Privatrundfunk und alles, was damit zusammenhängt, die ganzen medialen Entwicklungen zu begleiten zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger. Und von daher habe ich diese Aufgabe gerne angenommen, aber nicht, weil ich das Gefühl hatte, dass es vorher missbraucht wurde. Wir hatten eine sehr gute Vorsitzende, Frau Renate Pepper, die ausgeschieden ist aufgrund ihres Ausscheidens aus dem Landtag, aus dem Rheinland-Pfälzischen Landtag. Aber ich nehme das gerne auf und es hat wohl auch bundesweit Beachtung gefunden, dass dieses immer bisher politisch besetzte Amt durch einen Diakoniker, einen Sozialarbeiter in Anführungszeichen, noch dazu ein Kirchenmensch angenommen ist, wurde. Lassen Sie mich vielleicht ganz kurz nochmal zu der Kirche und diesem privaten Funk was sagen und privaten Medien überhaupt sagen, bevor ich dann nochmal auf diese Funktion einkomme, denn das hängt sehr eng miteinander zusammen. Am Anfang, wie diese RPR-Geschichte geboren wurde, die das ja auch Beginn hier des privaten Rundfunks, ne? Privatrundfunk hier in Ludwigshafen, hat die Kirche ja zunächst mal gedacht, das ist alles Schweinskrams. Ja? Also da geht es um Sex und da geht es um Tutti Frutti oder sonst irgendetwas, also alles, was uns nicht so gelegen hat. Das war natürlich auch ein lange gepflegtes Vorurteil. Natürlich ist es auch heute noch ein Thema, deswegen haben wir ja auch eine Wächterfunktion in der Landesmedienanstalt. Aber was wir damals nicht erkannt haben, vielleicht nicht erkennen konnten, aber was heute ganz wichtig und ganz stark ist, ist ja einfach die Möglichkeit in der Region, Radio- und Fernseharbeit zu machen, um regionale Themen aufzugreifen, um Bürgerinnen und Bürger an diesen Themen zu beteiligen und damit ein Stück basisdemokratische, partizipatorische Arbeit vor Ort zu machen, die Regionen zu stärken. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, vor allem im Hinblick auf Globalisierung. Wenn alles nur noch weltweit gedacht und gemacht wird, ist diese Verortung in der Region, dieses Bekanntmachen, woher man kommt und was dort alles geschieht, ganz wichtig zur Stabilisierung der eigenen Persönlichkeit. Heimatbegriff spielt eine Rolle und dann kann man auch die globalen Aufgaben aufnehmen. Und das ist etwas, was wir in der Landesmedienanstalt tun in der Versammlung. Wir sind ja verantwortlich auch für die Vergabe von Frequenzen. Wir sind verantwortlich zu schauen, welche Inhalte die verschiedenen regionalen Sender
produzieren. Und wir sind bemüht, also die Vielfältigkeit des Landes Rheinland-Pfalz kulturell, gesellschaftlich, aber auch in wirtschaftlichen Entwicklungen einfach abzubilden und zu ermöglichen, dass auch die Kleinen ihre Chance haben, dass auch kleine Frequenzen von kleinen Anbieterinnen und Anbietern genutzt werden kann und nicht alles nur von den großen, sehr kommerziell organisierten privaten Rundfunkgesellschaften ja, gecached wird und umgesetzt wird. Und das ist eine tolle Arbeit und eine sinnvolle Arbeit. Und da ist vielleicht dieses große Gremium, sagt 42 Leute, ist ja viel, vielleicht auch gut, wenn das zu arg eingedampft wäre. Wenn das nur zwei, drei Gruppen wären, die das Geschehen mitbestimmen würde, dann würde ein Stück dieser wichtigen Pluralität verloren gehen. Bei uns sitzen sie ja alle drin, die Unternehmer als auch die Vertreter von BUND und NABU. Grüne wie CDU-Leute, SPD-Leute, dann sind aber auch Leute wie ich aus der Kirche dabei, dann haben wir Migrantenverbände, dann haben wir Lesekompetenz wird gestellt, also diese Aktion Lesen, der Verein Stiftung Lesen drin und vieles andere mehr, sodass da wirklich ein breiter Konsens auch der gesamtgesellschaftlichen Situation abgebildet wird. Und das Aufgabenspektrum ist ja auch groß. Sat1, ja. Ist ja in Ludwigshafen lizenziert, ein großer nationaler Sender, mit dem ja der private Rundfunk auch losgeht, über die privaten Rundfunksender, über die privaten regionalen Fernsehsender, über das Internet, was ja auch neu dazukommt, als ganz großer Aufsichts- und Kontrollbereich, Medienpädagogik, ist ja auch noch ein Stichwort. Auch das, was wir hier im Rahmen der Arbeit beim offenen Kanal Ludwigshafen zwischen Ausbildungsfernsehen, Bürgerrundfunk und Medienpädagogik gemeinsam mit Medienbildung tun, wäre ja ohne die Versammlung oder ohne die Genehmigung der Versammlung nicht möglich. Ja, also wir haben in der Tat ein Riesenspektrum abzudecken. Diesen großen Sender, der aus München, von München heraus strahlt und der auch seine Landesbüros hat, Sat1. Das ist natürlich schon auch für uns eine große Aufgabe, denn hier haben wir eher immer so die Funktion zu schauen, ist denn das akzeptabel, was dort gesendet wird? Vom Glücksspiel her, da gibt es ja lauter Raffinessen, um Leute an der Strippe zu halten, um ihnen da im wahrsten Sinne des Wortes das Geld aus der Tasche zu ziehen, was natürlich solche große Sender, die ja auch wiederum Gesellschaften gehören und die das Geld sehen wollen, für die von Bedeutung ist. Da sind wir also sehr dabei, darauf zu achten und auch, dass der Jugendschutz eingehalten wird, denn leider sind junge Menschen, oder was heißt leider, sie können es nicht immer so stabil und so souverän mit zum Beispiel gewaltverherrlichten Bildern richtig umzugehen oder zu sagen, ich schalte dann ab, sondern die gucken da drauf und dann neigen solche Privatsender schon leicht dazu, auch wenn sie privaten Abteilungen haben, wo der Jugendschutz eigentlich ein Thema ist, solche Dinge zu senden. Und das beobachten wir sehr gut oder die LMK beobachtet es sehr gut. Und hier sprechen wir auch Mahnungen aus bis hin zu Geldstrafen, wenn das missachtet wurde. Das sind die großen Bereiche. Aber dann haben wir auch den Internetbereich. Und das ist natürlich schon also ein Spielfeld für alle Mögliche, für ganz seriöse wie ganz unseriöse Menschen. Und da haben wir es in erster Linie auch nochmal mit gewaltverherrlichten Dingen zu tun, aber auch sehr viel mit Pornografie, schädigenden Elementen, die für die Entwicklung vor allem von Jugendlichen von Problemen sind. Rechtsextremismus auch. Zum Teil auch, untersuchen wir ja auch, vom Ausland her eingespielte Sender, die bei uns ausstrahlen über Satellit und schauen, was da an Material kommt. Also das ist schon alles wirklich sehr komplex und auch fast nicht mehr zu greifen, weil die Fantasie und die schnelle Entwicklung der Medien uns natürlich ständig vor neuen Herausforderungen stellt. Und deswegen ist so eine LMK, ist so eine Versammlung wichtig, weil wir schon die Möglichkeit haben, rechtlich einzugreifen, wenn wir denken, dass die gesetzlich verbrieften Dinge einfach nicht eingehalten werden. Denn das breite gesellschaftliche Spektrum, was präsentiert wird, entspricht ja auch dem demokratischen Prinzip. Dass Rundfunk in der Bundesrepublik
staatsfern organisiert sein muss, im Rahmen Kulturhoheit der Länder, ist ja das Stichwort, deswegen ist sie auch eine Landesanstalt, alle Bundesländer haben eine derartige Landesmedienanstalt. Nicht alle Landesmedienanstalten haben einen nationalen Sender in der Verantwortung. Auch das muss man ja auch noch mal betonen und sind auch insgesamt als Medienland so wichtig wie Rheinland-Pfalz das ist. Und alles kommt ja aus diesem eigentlich demokratischen Gedanken heraus nach 1945, nach diesem Schrecken der Hitler. Diktatur und dem daraus folgenden Notwendigkeit des Neuaufbaus. Und das heißt ja auch, dass wir junge Menschen heranführen müssen und im demokratischen Sinne ja auch Orientierung geben sollten, auch im Rahmen nicht nur der erst geschilderten realen Arbeit in der Diakonie, sozusagen an der sozialen Front, sondern auch in der medialen Vermittlung der Inhalte. Wie würden Sie denn da Ihre Möglichkeiten oder auch Ihre Schwerpunktsetzungen sehen zwischen Medienkompetenz, Bürgerrundfunk und auch medialer Verantwortung der privaten Sender in unserem Bundesland? Sie haben am Anfang einen sehr wichtigen Satz gesagt, dass man in der Nachkriegszeit gesagt hat, die Medien müssen dem demokratischen Gedanken dienen. So möchte ich es mal von meiner Seite aus formulieren und müssen die Demokratie stärken. Das heißt, wer die Medien nutzt, muss sie auch beherrschen können, muss wissen, auf was er sich einlässt. Von daher ist die Frage der Medienkompetenz vielleicht eine der zentralsten Fragen, die wir auch von Seiten der LMK mit bedenken und mit begleiten müssen. Das Land Rheinland-Pfalz hat eine Enquete-Kommission eingerichtet zu Medien, die ja am Ende der Legislaturperiode aufgehört hat. Da wurde es auch nochmal klar artikuliert. Wir selbst haben auch einige Projekte in dieser Hinsicht laufen. Wir müssen es schaffen, dass vor allem die jungen Menschen, die viel selbstverständlicher mit diesen Medien arbeiten und sich in diesen Medien bewegen, wissen, was sie tun. Ich glaube nicht, dass es über Verbote geht oder über Einschränkungen, sondern wir müssen die fit machen. So wie es eine Lese-, Schreibe-, Rechenkompetenz gibt, brauchen wir eine vierte Kulturkompetenz und das ist die Medienkompetenz. Und hier wird sicherlich eine der ganz starken, auch bildungspolitischen Akzente in den nächsten Jahren liegen müssen, dass wir diese jungen Menschen fit machen, mit diesem Medium so umzugehen, dass es ihnen zum Nutzen ist, dass sie durchaus auch ein Stück ihrer Freiheit dort ausleben können, aber dass es nicht zu ihrem individuellen Schaden geschieht. Und da ist eine ganz, ganz große Herausforderung für uns gegeben, weil wir, die wiederum in der Landesmedienanstalt sind oder auch die Politikerinnen und Politiker, ja eher eine Generation sind, die von dieser Medienentwicklung überrollt wurden und die nicht selbstverständlich diesen Zugang hatten. Und wir auf der anderen Seite Verantwortung für junge Menschen haben, die ganz selbstverständlich mit diesem Medium leben. Wir sind also sogenannte Emigranten in diesem Bereich, während die anderen das schon von Geburt an kennen. Und von daher ist auch im Moment, das wird sicherlich in ein paar Jahren anders sein, immer auch die Situation gegeben, dass die jungen Nutzer fast fitter sind als diejenigen, die das mit begleiten wollen. Und das ist eine große Herausforderung. Aber deswegen haben wir ja auch sowas zum Beispiel wie das, Ihre Einrichtung hier, die ja auch mit jungen Leuten sehr zusammenarbeitet, aber in der LMK auch einige Organisationen angesiedelt, die sich vor allem um die Medienkompetenz kümmern, die Weiterentwicklung. Wir sind sehr eng in Kontakt mit dem Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz zur Weiterentwicklung. Das ist der eine Bereich. Und das zweite ist natürlich die Frage des Medienschutzes. Wir haben ganz, ganz große Probleme mit Mobbing jeglicher Art, mit Bloßstellung einzelner, vor allem auch im Internet. Junge mit im Internet. Und hier versuchen wir schon einfach die jungen Menschen sensibel dafür zu machen, was es bedeutet, wenn sie irgendeine Information von sich so großzügig einstellen lassen oder selbst einstellen. Und wir versuchen auch Jugendliche sensibel zu machen, dass sie nicht einfach Informationen anderer nutzen können, um sie einzustellen, Bilder oder so etwas. Aber das ist eine richtig große Herausforderung, aber der stellen wir uns gerne. Und es ist ja auch eine gestaltende Herausforderung. Ja. Es ist ja auch eine Herausforderung, wo wir mit der Gestaltung von Medien auch irgendwo Gesellschaft gestalten können oder auch gesellschaftliche Entwicklung im Großen wie im ganz Kleinen beeinflussen.
können. Und deswegen ist das ja auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die Sie da übernommen haben, vor allen Dingen auch in der Zusammenführung der gesamten gesellschaftlichen Spannbreite, die in der Versammlung repräsentiert wird. Ja, mit Sicherheit. Also erstmal ist es für unser Flächenland Rheinland-Pfalz ganz wichtig, dass es diese Form der Mediennutzung gibt, auch die Frage des Internets. Deswegen müssen wir auch die technischen Voraussetzungen schaffen, dass wir auch wirklich überall das nutzen können. Weil die Kommunikation mit Freundinnen und Freunden, wenn man auf der Fläche wohnt, oft schwierig ist, aber über so ein Instrument zu machen ist. Wir erfahren ja jetzt gerade in den letzten Monaten, dass dieses Internet, die Facebook-Nutzung etc. ganz wichtig ist für die sogenannte Revolution in den arabischen Ländern, also die ein wichtiges demokratisches Element sind, um Meinungsvielfalt zu ermöglichen. Und wir merken ja auch die tierische Angst derer, die praktisch zu diesen korrupten Systemen gehören, vor diesem Medium. Die schalten immer gleich ab, wenn sowas ist. Und deswegen hat es sehr, sehr viele gute Seiten. Und deswegen müssen wir auf der anderen Seite gucken, dass das, was negativ rüberkommen könnte oder was negativ genutzt wird von Menschen, dass wir das so weit wie es geht minimieren. Jetzt sind wir ja nicht nur in Rheinland-Pfalz, sozusagen Geburtsstätte der Urknall. Ja. Es ist nicht so viel übrig geblieben in Ludwigshafen von dem großen Knall, 84. Aber der erste offene Kanal hat hier gesendet in Ludwigshafen. Die erste Sendung des privaten Rundfunks kam aus dem offenen Kanal Ludwigshafen. Und wir haben ja auch ein breites Spektrum an Bürgersendern in Rheinland-Pfalz, eigentlich die größte Vielzahl an ehrenamtlich geführten lokalen Sendern. Sie sprachen ja auch vorhin von der lokalen Anbindung. Welche Bedeutung messen Sie denn diesen oder auch der Fortentwicklung diesem Systems bei? Ich finde, es ist gut, richtig und wichtig, dass die regional verorteten Medien als Transporteur von regionalen Entwicklungen fungieren, sei es über Nachrichten, sei es über Berichte. Ich finde es gut, dass hier eine Form von niedrigschwelliger Partizipation in der Region ermöglicht wird, Meinungsvielfalt gelebt werden kann. Und von daher ist es für mich schon so etwas wie auch eine kleine demokratische Keimzelle, wo sich vieles entwickeln kann, was vor Ort vonnöten ist. Ich glaube auch, dass in einer immer globaler werdenden Welt es wichtig ist, dass man stabil sich in seiner Region verortet, um dann wiederum global die Herausforderungen annehmen zu können. So ein Stück Heimat zu haben, das ist mein Sender, da kann ich mitwirken, da erfahre ich was über meine Region, da bekommen wir etwas über die Kultur der Region mit. Das halte ich für ganz, ganz arg wichtig. Und hat auch etwas zu tun mit meinem Bekenntnis zu der Region, in der ich lebe. Und damit auch mein Selbstbewusstsein, dass ich mit dieser Region in Verbindung bin. Und von daher bin ich ein starker Befürworter der Förderung auch kleiner Einheiten, damit dieser Gedanke der Vielfältigkeit gelebt werden kann und wir nicht von den großen privaten Anbietern einfach überrollt werden, die einen ganz anderen Hintergrund haben, wenn sie Fernseh- und Hörfunk- und Internetarbeit machen. Ja, das war doch jetzt auch ein schönes Schlusswort, weil das gesamte Spektrum von global bis lokal eine Rolle spielte, auch bei Ihrer neuen Tätigkeit als Vorsitzender der Versammlung vor dem Hintergrund Ihrer Arbeit beim Diakonischen Werk für die Menschen in Rheinland-Pfalz, in der Region, auch vor Ort. In diesem Sinne, Herr Beer, wünsche ich Ihnen viel Erfolg in Ihrem vielfältigen Aufgabenspektrum zum Wohle von uns allen und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke ebenfalls. Herzlichen Dank. Ja.